Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Das schwarze Auge, die Schicksalsklinge. So, wir sind in Oberbrocken und ich bin fündig geworden. Ich habe sogar zwei Sachen gefunden und ich wollte eigentlich nur eine Sache finden. Okay, eine der zwei Sachen, also die eine Sache, die ich finden wollte. So, hier haben wir den Morker, Sohn des Krufalm. Das ist der Waffenhändler, von dem man uns schon erzählt hat, im Gasthaus ein, zwei Orte weiter. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls von ihm haben wir gehört, ihn hatten wir in der letzten Folge schon gesucht. Und ja, er hat schon andere Sachen als die anderen Händler. Da gibt es so ein paar Waffen, die habe ich, glaube ich, vorher noch nicht gesehen. Zum Beispiel. Ich glaube, das Wolfsmesser haben wir vorher nie gesehen. Rontra-Kämme, bin ich mir nicht mehr sicher, aber Rontra-Kämme ist auf jeden Fall was, da kann ich mich von früher dran erinnern. Irgendwie wollten wir die Waffe immer haben. Keine Ahnung, ich habe Raketo, habe ich eine solche Waffe gekauft. Im Handbuch gibt es zu jeder Waffe, gibt es halt eine Information, ob der Schaden gering, groß oder normal oder sehr groß ist und ob die Handhabung einfach schwierig oder sehr schwierig ist. Und der Rontra-Kamm schneidet da ein bisschen besser ab, den haben wir schon gekauft. Und da hat dieses Mengvila, das hat da so ein blaues Symbol. Ich weiß nicht mehr, was das ist, aber der Schaden von dem wird als gering angegeben. Weiß ich nicht. Bin ich mir noch unschlüssig, habe ich mir noch da gelassen. Und ansonsten gibt es halt so die üblichen Rüstungsteile. Aber ich habe noch was entdeckt. Und zwar habe ich hier um die Ecke habe ich einen Dungeon gefunden. Oder zumindest einen Eingang zu... Wie ist es nochmal gleich? Einen mysteriösen Eingang. Klingt für mich nach Dungeon. Wollt ihr ihn öffnen und durchqueren? Bei durchqueren klingt irgendwie wieder nach Portal. Ich sag mal ja. Okay, ist es ein Dungeon? Ja, unten. Ein Dungeon. Wir sind in einem Dungeon angekommen. Moment, da müssen wir Flexi nochmal nach vorne stellen. Unser Mann für Dungeons. Tür habe ich gesehen. Mal kurz die Wände abklappern. Ja. Jeden dagegen laufen. Tun wir unseren Nasen jetzt erstmal nicht an. Können wir die Tür bitte aufmachen? Und zwar knacken. Ja, können wir. Nur gespannt, was hier an Gegnern unterwegs sein wird. Vor euch ist der Gang eingestürzt. Wollt ihr euch den Weg frei buddeln? Das könnte eine Menge Arbeit werden. Ja, Spiel. Will ich. Einen vollen Tag rackert ihr euch ab, bis der Gang wieder passierbar ist. Wie sieht's mit Essen aus? Ja, Hunger haben wir. Zieht ja mal was rein. Ui, das Essen macht gut viel Hunger weg. Dann warten wir mal noch ab. Der Rest geht noch. Okay, wir schauen uns um. Auf der Karte sieht man bisher mal noch nichts. So, wir haben geackert, Und der Gang ist wieder eingestürzt. Ja, wir buddeln. Einen vollen Tag rackert ihr euch ab. Es ist nicht weit bis in die Stadt. Falls das Essen ausgehen sollte. Ist schon wieder eingestürzt. Ja, wir buddeln einen vollen Tag. Wow. Wenn es hier nichts wirklich Interessantes gibt, bin ich versucht, nochmal zu laden. Wir haben ja erst gespeichert. Hust. Es ist wieder eingestürzt. Gibt es hier irgendwas mega Tolles? Oder vergeulen wir hier gerade Zeit? Können wir die Tür aufknacken? Leider misslungen. Flexi schafft es nicht, das Schloss zu knacken. Ist jetzt unser Dietrich? Nein, wir haben immer noch vier Dietriche. Können wir das nochmal versuchen? Nein. Okay, jetzt hat es funktioniert. Was zur Hölle soll es hier geben? Dass das so anstrengend ist. Hier gibt es Flexis, vier Stück. Das ist natürlich... wie soll ich jetzt Flexi da unterscheiden? Spiel, erklär mir das mal. Bettdecke. Beweg du dich mal irgendwo hin, wo du nachher zaubern kannst. Dahin so.
dann wartest du da einfach mal ab auf Schönwetter. Kriegst Besuch von einem Zwerg. Du bewegst dich bitte mal dahin, dann müsstest du auch noch angreifen können. Normal bitte. Mal gespannt, ja, es sind wirklich Zwerge, was die drauf haben. Beweg du dich mal zu deinem Kollegen? Das gibt Verwirrung. Merkt euch mal unseren Zwerg. So, CS, du musst erstmal da hinten irgendwie mal irgendwo hinlaufen. Mach dich mal auf den Weg. Oh, Zwerg, kuschel zu Zwerg. Ich bin noch unschlüssig, was wir mit Julia tun. Ich habe für sie noch keinen Zauber gefunden, der irgendwie mich zufriedenstellt. Ich persönlich nehme meine Liebe. Kannst du dich mal hier parken? Und da einfach mal abwarten. So, du bewegst dich bitte mal dahin. Und kannst noch angreifen. Das war nicht Flexi, ne? Das war nicht Flexi. Das war nicht Flexi-Zwerg. Können wir mal bitte treffen? Ah ja, okay, wir haben uns zurückgeschlagen. Hast du jetzt irgendwie freies Zauberfeld für irgendwas oder nicht? Wir versuchen mal nochmal Beherrschung, das mit der großen Gier. Das hat noch nie funktioniert. Immer erstmal das erste Mal. Achso, das geht nur im Nahkampf. Dann vergiss das mal kurz. Dafür bist du mir ein bisschen zu fragil. Versuch mal das Sanftmut. Das ist scheinbar auch nur ein Nahkampf. Beziehungsweise ein Nahzauber. Oh, vielleicht sollten wir ihm mal eine Fernkampfwaffe organisieren. Dann mach einfach mal wieder dein Radau-Gedönsen. Nicht auf Kutaki, sondern... Ah, der steht davor. Dann mach einfach nichts. Mit dir muss ich mir irgendwie noch einen Plan überlegen. So, bitte treffen. Und nicht treffen lassen. Wow. Die machen Schaden, das können sie. Die Flexi-Doppelgänger. So, Kutaki, du greifst mir bitte den da an. Normal. Okay, wir zaubern einen Fulminictus auf den Zwerg da. 10 Schaden. Sehr schön. So, du kreist bitte mal den da an. Stecken ganz schön ein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hierher zu kommen. Wir werden sehen. 9. Wow. Akito, deine neue Waffe hat sich gelohnt. So, du zauberst dann bitte auch mal. Auch einen Fulminictus. Auf den da, ne? Ah, leider misslungen. Okay, Flexi, du machst deine alte Option. Und treffen bitte. Oh, Julia, mein Mädel. Was machen wir mit dir? Nein, dahin wollte ich gar nicht. Mal bitte hier in die Richtung. Du kreist mal bitte den Zwerg an. Vielleicht hätten wir auch einfach weiterziehen sollen. Aber es war so spannend zu gucken, was hier ist. 10. Wow, die haben richtig ordentlich Lebenspunkte. Die haben ordentlich Lebenspunkte. Sowas von. So viel, wie wir da jetzt schon reingepfeffert haben. Fulminictus. Wow, und der lebt immer noch. Kannst du noch mal was zaubern? Oder zumindest es versuchen. Keine Astralenergie mehr. Okay.
Das müssten. Na, nicht vorsichtig. Ich habe mich verklickt. Ich glaube nicht, dass das was wird. So, du bewegst dich mal bitte hierhin und guckst mal, dass du ein Zwerg los wirst. Zaubern. Ah ne, nicht genug Bewegungspunkte. Dann mach sicher. Und du haust mal bitte nochmal auf den Zwerg rum. Der muss jetzt mal sterben. Ich depp. Ich hab sichern gedrückt. Wollte ich nicht. Wirklich nicht. Ich schwöre. Na gut, dann klopf du mal auch mit deinem Stab drauf. Ach ja, ich glaube, hier sollten wir noch nicht sein. So, du... angreifen, da, so, hier so. Ah, Flexi, mach mal bitte Schaden gegen deinen Kollegen. So, und du versuchst mal bitte nochmal Beherrschung, die große Gier, damit er den Kampfplatz eventuell verlässt. Ah, misslungen. Da hinten der Zwerg vor Bettdecke, der muss so langsam mal irgendwann sterben. Große Gier auf den da. Misslungen. Achte mal bitte deine alte Option, dann muss ich nicht so viel zielen. Du auch. Du auch. Und der muss jetzt sterben, bitte. 9 nochmal. Und er lebt immer noch. Wow. Wir sollen hier nicht sein. Ich habe mich verdrückt. Oh, wollte ich nicht. Krummel. Wow, der eine geht jetzt. Kannst du dem bitte noch eine reindrücken? Können wir wenigstens einen Zwerg töten? Das wäre gut fürs Ego. Alte Option. Weil gerade in den, der bei Bettdecke steht, haben wir schon so viel Schaden reingesteckt. So unfassbar viel. Tötet den bitte. Einfach fürs Gefühl. Sicher, Dummer. So, hau den mal richtig aggressiv. 1 rein. Ah, nicht funzt. Du darfst jetzt auch mal aggressiv sein. Ich will den einen Zwerg noch töten und dann laden wir neues, versprochen. Beweg du dich mal bitte zu dem einen Zwerg da, der eigentlich schon tot sein müsste. Zumindest in meiner Welt. Ich will den töten. Ach, da war noch eine Lücke. Och Mann. Wir laden nochmal. Das. Hier sollen wir nicht sein. Ich war wieder zu sehr neugierig. So, ich glaube, Spiel 4 war das Richtige. Ja, wir sind in Oberborken. Ach, dann reisen wir halt weiter. War ein Versuch wert.
meint Oberborken, schreibe ich mal auf, dass es da noch die Zwergenhöhle gibt. So, wir möchten tendenziell nach Norden reisen. Nach Felsdane! Wir werden unser Ziel erreichen. Sakutagi fordert euch auf, stehen zu bleiben. Am anderen Ufer des Tossel hat er angeblich einen seltsamen Monolithen gesehen. Außer ihm bemerkt jedoch niemand etwas. Wollt ihr weiter marschieren? Der Sache auf den Grund gehen. Wir gehen gucken. Wir vertrauen Kutaki. Er ist unser Kundschafter. Dazu müsst ihr allerdings den Fluss überqueren. Wollt ihr mit Sack und Pack schwimmen? Vorher ein kleines Los für eure Ausrüstung bauen? Die Sache doch lieber auf sich beruhen lassen. Wir bauen ein kleines Floß für die Ausrüstung. Kutaki reicht sicher das andere Ufer. Aketo auch. Bettdecke auch. Julia auch. Flexi auch. Und CS auch. Kutaki hat doch recht gehabt. In einer Entfernung am Rande eines kleinen Wäldchens steht tatsächlich ein etwa 5 Schritt hoher schwarzer Stein. Als ihr euch nähert, könnt ihr erkennen, dass es sich um ein zweigesichtiges Götzenbild orkischer Machart handelt. In ungelenken Gareti wurden die Namen Tairach und Bratzorak mit einem bräunlichen Farbe auf den Sockel gepinselt. Ich schreibe die beiden Namen mal auf. Bratzorak. Vielleicht sind das auch irgendwelche berühmten Orks, die ich halt nicht kenne. So auf den Nockel gepinselt. Woher die bräunliche Farbe stammt, lässt sich auch mit geringer Fantasie erahnen, denn um das Götzenbild liegen symmetrisch angeordnet die Schädel von Zwergen. Auf Lexi nicht so genau hinsehen. Wollt ihr das orkische Götzenbild umstürzen und zerschlagen oder etwas stehen lassen? Nein, das wird umgestürzt, das wird zerschlagen. Nicht wehtun. Und euren wuchtigen Hieben zerbirst die makabre Stelle. Ihr sprecht ein kurzes Gebet zu den 12 Göttern und verlasst den grausigen Ort. Um weiterzukommen, müsst ihr jetzt wieder zurückschwimmen. Wollt ihr natürlich unser Fluss benutzen. Kutaki kann sich nur mit Mühe und Not über Wasser halten und gelangt keuchend und mehr tot als lebendig ans andere Ufer. Och Jungs. Akito ist alles gut. Bettdecke gut. Julia gut. Flexi gut. CS gut. So, die Gruppe ist erschöpft. Wir rasten. Er hat aber scheinbar keinen großen Schaden erlitten. Okay. Wir stellen Wachen auf, und zwar Aketo, Flexi, CS. Kutaki geht gucken. Findet Wasser und was Essbares. Und dann machen wir noch eine Kräutertour mit Julia. 2 Stunden. 2 eitrige Krötenschemel. Und dann schlafen wir. So, und wir reisen weiter. Am Wegrand erkennt ihr eine windgeschützte Stelle. Nein, wir reisen weiter. Wir sind, denke ich mal, fast da. Ja. So, es ist Abend. Und wir sind Felsdane. So, in Felsdane wissen wir, dass es dort einen Isleif Olgason gibt, der ein Nachfahre von Hügelig ist. Dem toten, berühmten Zwerg. So, dann gehen wir mal gucken, dass wir den finden. Also jetzt lohnt sich das Türklinge putzen. Raus hier, Privatbesitz. Okay, du bist dann hoffentlich nicht der, den wir suchen. Eine Taverne. Lassen wir mal kurz Taverne sein. Wir suchen jemanden. Nein, wir wollen nicht einbrechen. Raus hier, Privatbesitz. Nein, wir wollen nicht einbrechen. Hoffentlich ist der jetzt zu Hause. Hier noch Eingänge. Privatbesitz. Privatbesitz. Nein, wir brechen nicht ein. Ich habe einen Tempel gesehen, das ist immer gut. Ein Heiler. Brauchen wir gerade nicht.
Nein, wir möchten nicht einbrechen. Da gehen wir mal kurz zum Tempel. Und speichern dort mal ab im Viehhuhn-Tempel. So. Aber wo wohnt der Typ, den wir suchen? Tür. Wo ist eine Tür? Da sind Türen. Nein, wir möchten nicht einbrechen. Da ist ein Gasthaus. Vielleicht wird er uns jetzt auch rauswerfen, weil es halt so spät ist. War ich denn jetzt noch nicht? Da waren wir eventuell noch nicht. Nein, wir möchten nicht einbrechen. Spiel, sag mir doch, wo ich hin muss. Haben wir hier schon? Isla, dich suchen wir, oder? Genau, dich suchen wir. Geil, supi. Oho, Besuch. Ein sehr alter, weißhaariger Mann tritt aus dem Haus. Was treibt euch denn zum alten Islaif? Ja, Hügeligs Spuren. Das soll ein Verwandter von dir sein. Hügelig? Na, dass sich für den noch einer interessiert. Ihr schaut ihn fragend an. Wir erzählen ihm unsere Geschichte, oder? Ich denke mal, da ist ja nichts gegen einzuwenden. Wir wollen ja die Welt retten. Also ja, wir erzählen unsere Geschichte. Da kann ich ja vielleicht weiterhelfen. Ich kenne da nämlich noch ein paar Leute. Jasma Tinmars Dotter aus Klanek könnte vielleicht etwas wissen, das euch weiterhilft. Moment. Ja, ist notiert. Da gab es diesen Trutzke, der auch im Orkland gewesen sein soll. Seine Großenkel Algrid Dronsdotter wohnt in Gudarsunde oder in Jalsingor. Naja, jedenfalls irgendwo dort an der Westküste. Moment. So, seine Großenkelin. In Gudarsunden oder Jalsingor? So, und von der Westküste. Okay, habe ich notiert irgendwie. Ach, wo es für so eine wichtige Sache ist. Er verschwindet kurz und kommt mit einem Pergamentfetzen wieder. Da solltet ihr den alten Wich ruhig haben. Ist das Stück einer uralten Schatzkarte, die ich von Hügelig geerbt habe. Vielleicht findet ihr damit ja das Rätsels Lösung. Okay, das ist dann unser erstes richtiges Mega-Quest-Item. Diese Kartenteile, die müssen wir finden. Okay, supi. Und jetzt bedanken wir natürlich höflich, aber hast du sonst noch irgendwas, was du weißt? Okay, das ist scheinbar ein Stück von der Karte. T, einer, R, rechts und Norden. Naja, wenn das nicht schon eine Menge war. Ihr habt vielleicht eine komische Art, euch zu bedanken. Bleibt ihr wenigstens noch auf einen Schluck? Ja, ich weiß, das war unhöflich. Ja, wir nehmen das Angebot an. Er bittet euch ins Haus und schenkt euch ein großes Bier ein. Eine Stunde später verabschiedet er sich von euch. Schön, dass mal wieder jemand an den alten Islaif gedacht hat. Okay, das hat sich nach Megapokus angefühlt. Schaka. Und mit diesem Gefühl gehen wir in die Pause. Bis gleich.